Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe schon vor einigen Tagen ein Video hochgeladen, in dem ich euch Tipps gegen Langeweile gegeben habe und euch einfach Dinge gezeigt habe, die ihr machen könnt, falls euch langweilig ist. Und heute kommt so eine Art zweiter Teil, weil ich gemerkt habe, dass es ziemlich gut ankam und ich denke, dass es viele Leute gerade jetzt in der jetzigen Zeit gut gebrauchen können. Deswegen kommt heute ein zweiter Teil und ich zeige euch heute mal, was ihr machen könnt. Falls ihr noch nicht meinen ersten Teil gesehen habt, da habe ich euch 29 Dinge gezeigt, die ihr zu Hause machen könnt. Könnt ihr gerne mal hier vorbeigucken. Da waren nämlich noch 29 weitere Ideen und heute haben wir, ich glaube, 12 andere Ideen, was ihr noch zu Hause so machen könnt, falls euch langweilig ist. Also viel Spaß bei dem Video. Ihr könnt versuchen, Speed Reading zu lernen. Das ist eine Technik, die man anwenden kann, um Bücher in doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit zu lesen. Ich werde euch diese Methode in den nächsten Tagen auch nochmal auf meinem Kanal vorstellen, da ich auch noch ganz neu in diesem Gebiet bin, aber es sehr interessant finde. Deswegen in den nächsten Tagen dazu mehr auf meinem Kanal. Ihr könnt versuchen, Pfeifen zu lernen, falls ihr so denkt, Pfeifen, das kann doch jeder. Ja, aber ihr könnt auch versuchen, mit eurer Hand oder mit eurer Zunge. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man irgendwie pfeifen kann. Guckt euch jetzt mal diesen Clip an, den ich vorhin aufgenommen habe. Und leg die Spitze deiner Zunge gegen deine beiden Schneidezähne. Das Schneidezähne erreichen. Ach, mir wird schwindelig. Meine Mutter hat morgen Geburtstag und ich persönlich habe in 2 Wochen Geburtstag und das ist gerade in der Quarantäne total blöd. Deswegen kann ich euch raten, bereitet einfach mal Geburtstagsgeschenke vor für die Leute, die in Quarantäne Geburtstag haben. Und ja, das würde sie bestimmt sehr freuen, wenn ihr einfach ein Foto davon macht und es ihnen dann schickt, wenn ihr irgendwas für sie bastelt oder so. Ja, bestimmt ganz cool. Auch etwas basic, aber nicht zu vergessen, ist eure Familie anzurufen und mit ihnen zu skypen oder eure Freunde anzurufen, mit ihnen zu skypen, zu FaceTime, zu... Ja, sowas. Den Moment geht mein Telefon und ich freue mich sehr, dass du dran bist. Wie geht's dir? Man sagt ja immer so, man hat keine Zeit dafür. Jetzt gerade ist der perfekte Zeitpunkt anzufangen, Tagebuch zu schreiben. Und ich glaube, gerade ist es auch sehr wichtig und sehr sinnvoll, seine Gedanken und Gefühle mal aufzuschreiben und die richtig rauszulassen und... Ja, der nächste Punkt ist nicht nur ein Zeitvertreib, sondern auch sehr sinnvoll und sehr lehrreich. Und zwar ist es, meine Videos anzugucken. Ich drehe Videos rund um Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität, Organisation und mentale Gesundheit. Also schaut gerne mal bei meinen anderen Videos vorbei, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, vertreibt euch damit eure Zeit. Ihr könnt versuchen, die schwierigsten Frisuren auszuprobieren. Bei mir müssen es nicht mehr die schwierigsten Frisuren sein, da ich auch bei den leichtesten Frisuren schon irgendwie scheitere. Ich kann gerade mal mir selbst hinten so einen Zopf flechten und ich kann mir noch einen Dutt machen und einen hohen Zopf kann ich mir auch noch machen, aber das war's dann. Ja, also sehr spannend, sowas mal zu lernen. Linke Strähne unter dem mittleren Strang durch. Über die Klebestellen in meinen Haaren. Das ich habe letztens probiert, meinen Hund TikTok-Fame zu machen und habe ihm einen TikTok-Account erstellt und ja, versucht, ihn dort irgendwie viral gehen zu lassen. Ihr könnt mal hier vorbeigucken. Ich habe es nämlich mitgefilmt, wie das alles geklappt hat. Und ihr könnt ja auch probieren, irgendwie TikTok-Fame zu werden oder ja, euch die Zeit damit so zu vertreiben, ob das wirklich sinnvoll ist oder ja, keine Ahnung, das ist eine andere Frage, aber das ist wahrscheinlich gut gegen Langeweile. Auch wieder sehr, sehr basic, aber ihr könnt auch etwas malen, beziehungsweise ich habe gestern mal angefangen wieder zu malen, eigentlich bin ich gar nicht die Malerperson. Malerperson. Also ich bin so gar nicht gut in so Feinfühligkeit und Sauberkeit, ich kann das gar nicht, aber irgendwie bin ich trotzdem sehr kreativ und deswegen war es eigentlich ganz spannend, mal wieder zu malen mit Wasserfarben. Was auch cool ist, ist neue Apps auszuprobieren. Ich habe letztens eine Sprachlern-App ausprobiert, die hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber es war eine Erfahrung wert, deswegen könnt ihr mal die komischsten Apps und die gespannten Apps runterladen und die mal testen, wie ihr sie findet und vielleicht findet ihr sogar was sehr Hilfreiches für euer weiteres Leben. Und der letzte Punkt ist, einfach mal nichts zu tun. Ich glaube, das ist auch gerade in der jetzigen Zeit, wo alles so flüchtig und schnell ist, ganz entspannt, mal einfach nichts zu tun, einfach mal hier zu sitzen, vielleicht zu meditieren, aber einfach mal zu sitzen und Tag zu träumen und einfach mal nichts zu tun. Okay, das waren jetzt einige Ideen meinerseits. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gegen Langeweile macht oder was ihr schon in der letzten Zeit so gemacht habt. Ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video von mir, da ich ja momentan täglich hochlade. Also vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr kein tägliches Video von mir verpassen wollt. Genau, und dann bis morgen. Bleibt gesund und fröhlich und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.